Hallo und guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal RawVideo bei Sida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Auch wenn da schon mal das eine oder andere künstlerische Gestaltung mit drin ist. Ja, also, und das ist auch das Programm des Kanals, dass ich also versuche zu experimentieren, künstlerisch mit Videos, und dass ich versuche auch selber authentisch zu sein. Und im Allgemeinen geht es natürlich hier in dem Kanal um die Transformation, um meine Transformation in die digitale Gesellschaft, die sich hier bei mir im Kleinen vollzieht, an der ich mitwirke und partizipiere, und zu beobachten, wie ich mich dabei verändere. Das ist also das Programm dieses Kanals. Und in diesem Sinne bin ich jetzt auch ein bisschen Altersforscher in eigenen Angelegenheiten, der den eigenen Verfall und Abbau dokumentiert und festhält. Ja, das ist die Einleitung, die ich jetzt hier jeden Tag in kleinen Variationen halte. Auch heute wieder. Und das Ganze findet in 5 Hauptpunkten statt. Also in Thema Online, Thema Gesundheit, Thema Ernährung, Thema Lektüre und Thema Medien. Also das, was so beim Rentner anliegt pro Tag. Also Thema 1 Online. Gestern 7 Videos gemacht. 3 ETS, 1 ETS und 3 LS. Und das sind jetzt Abkürzungen. ETS steht für Eurotrack-Treiber und LS steht für Landwirtschaftssimulator. Ich habe also 2 Simulatoren als Spiele hier mehr auserkoren. Heute kommt das dritte. Und dann, damit arbeite ich. Allerdings fange ich also morgens damit an, erstmal den Hühnerstall sauber zu machen und Eier zu verkaufen. Das ist meine erste Tätigkeit. Und dann bringe ich die Eier zum Verkauf. Und dann kann ich nachmittags noch ein paar Heuballen aufladen. Das ist also das Programm für heute. Okay. Also das heißt, der Simulator, der hat den, ich bin teilweise einen Hof auf dem Simulator, einen Bauernhof. Ich bin ein kleiner Bauer. Ich habe ein bisschen paar Hektar, 3 Felder und jetzt erstmal einen Hühnerstall draufgesetzt mit 400 Hühnern fast. Und die Eier müssen verkauft werden, der Dreck muss gemacht werden und das Futter muss reingeschafft werden für die Hühner. Dazu muss ich die Felder bewirtschaften, was ich jetzt auch tue. Oder getan habe. Problem gestern war jetzt, das Stroh zu ernten und dann wegzuschaffen. Das Ernten ging noch, aber das Weitere war dann mühsam. Ja. Also, hier findet also eine Verwandlung zum Gamer statt. Ob das jetzt mit meinem Alter zu tun hat, weiß ich so genau nicht. Also eine Form von Infantilisierung natürlich. Und ein Lernen am Modell vielleicht auch. Oder an der Situation, an der Modellsituation. Weil man lernt ja doch einiges. Man lernt die Städte bei ETS. Das zweite Spiel, da spiele ich also einen Begriff. Da bin ich Unternehmer und mache ein Begriff-Praktikum und fahre in Europa mit einem Lastkraftwagen herum. Oder mit mehreren, mit Anhänger, mal ohne Anhänger und so weiter. Und
Ja, das ist also das, was ich da so mache am Tag. Momentan finde ich also eine Verwandlung vom Stadtneurotiker. Ich sag mal, der Raffa ist ja mehr so ein Stadtneurotiker, der also in den Städten fährt und da so auch diverse Ängste hat und entwickelt. Was macht die Frau jetzt zu Hause, wenn man im Ausland ist und so weiter. Und ja. Und das Landei ist sozusagen der Gegenbegriff. Landei ist ja irgendwie despektierlich eher. Und da stellt man sich dann so einen vor, der dann nicht so richtig arbeitet. Und der Stadt haben sie alle dann überkandidelt. Also habe ich einen schönen Ausgleich zwischen Stadt und Land jetzt. Einerseits die Innenstädte und andererseits das Landleben. Wobei ich jetzt feststelle, dass das Landleben auch nicht so beschaulich ist, wie man das vielleicht meint, sondern da hast du da auch was zu tun. Und ist auch technisch. Ja, also das sind die zwei Beschäftigungen und heute kommt noch ein weiteres Spiel. Farmers Dynasty habe ich bestellt für heute. Soll heute ist ja angekündigt und soll heute kommen. Dann geht es darum, dass ich auch noch Handwerker bin und dass ich dann also meinen Hof auch repariere und verschönere, verbessere und so weiter. Das fehlt bisher so ein bisschen. Und deshalb mache ich das jetzt mit diesem Spiel dann. Ja, also dann bin ich voll ausgelastet und habe verschiedene Spielarten. Ja. Also gestern bin ich auch wieder ein bisschen weitergekommen. Das Problem war ja die Heuballen. Also Heuballen zu ernten mit den Maschinen ist kein Problem, wenn man die richtigen Maschinen besitzt oder leiht. Und ich habe viele Sachen erstmal geliehen, aber auch einige Sachen gekauft und von meinem Guthaben, von meiner Million, da ist kaum noch was über 200.000 ungefähr. Also ich muss Geld verdienen, aber die einzige Möglichkeit momentan ist Geld mit dem Eier zu verdienen und da kommt nicht genug bei rum. Das sind dann also gerade mal 6.000. Ja. Wenn ich zwei Hühnerställe hätte, zwei große, dann könnte ich vielleicht 6 machen. Dann könnte ich 10.000 pro Tag machen oder so. Das würde dann schon einiges an Geld bringen. Die Frage ist, ob man dann die Felder da ausreichend bestellen kann, ob man dann die Zeit für hat. Man muss vielleicht erstmal mit wenigen Hühnern anfangen, damit man Zeit hat, die Speicher voll zu machen. Und ja. Also mit zwei Stellen geht das vielleicht, dass man dann dass man zu Einkommen kommt.
Ja. Punkt Nummer 2, Gesundheit, Beine, ja, geht so einigermaßen, wird besser. Und ich weiß nicht genau woran, aber es wird besser. Punkt Nummer 3, Ernährung, das muss ich aber schon gemacht hier. Müsli ist ja auch angesetzt worden heute. Und da müssen wir mal sehen, was wir noch machen. Ich habe so ein bisschen Salat vergessen. Okay. Punkt 4, Lektüre. Ja. Ich habe mal kurz halten, fand gestern nicht statt. Und Medien ja auch nur Gaming. Nachrichten habe ich gehört um 20 Uhr, aber war auch wieder nichts. Ja. Also das Hauptereignis ist Gaming am Tag. Heute habe ich auch schon zwei Stück gemacht und das ist Sesselwort, das ist Nummer 3. Also jeden Tag Sudoku und jeden Tag ein Wortspiel und dann Sesselwort und dann mache ich noch ein paar andere. Also ETS und LS. Ja, und damit komme ich auch schon zum nicht anderen mehr. Muss ein bisschen Haushalt machen und so. Ja, wir haben heute den 8.6. Und ich will euch auch mal sagen, 8.26. Wir haben jetzt 11.30 Uhr. Ja, also, ich habe wieder Schluck auf. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Jetzt habe ich öfter, wenn ich hier sitze und rede, dann habe ich Schluck auf. Ja. Es geht mir gut soweit und ich bin zufrieden. Also, in diesem Sinne, macht's gut, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und das war's.